Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch und zwar für vegane Schnitzel mit Zwiebelrahmsoße. Die veganen Schnitzel werden wir natürlich nicht selbst machen, sondern nur, ich zeige euch nur die Zwiebelrahmsoße. Zu den Schnitzeln aber, ich habe hier einmal diese veganen Mühlenschnitzel, da sind zwei Stück drinnen. Und von Food for Future diese veganen Minischnitzel, da sind mehrere drin, die sind auch kleiner wie man sieht. Das Rezept von der Soße ist jetzt für zwei große Portion, man kann auch vier draus machen, ihr könnt die Soße aber auch verdoppeln. Ja, ich werde jetzt einmal diese zwei großen machen und wahrscheinlich noch zwei kleine dazu geben, weil ich zwei Portionen draus mache. Und dazu kann man dann, wie gesagt, die Soße, also die veganen Schnitzel werden separat in einer Pfanne angebraten. Die Soße wird in einer anderen Pfanne oder in einem Topf zubereitet. Ich nehme einen Topf und ja, die Soße, also es ist ein super schnelles 5-Minuten-Gericht. Wenn die Soße fertig ist, kommt das einfach dann über die warmen, separat angebratenen Schnitzel drüber. Und dazu kann man natürlich Kartoffeln oder Nudeln noch kochen. Ich werde jetzt ein bisschen Kartoffel dazu machen und ansonsten könnt ihr auch nur Salat dazu essen. So, zu der Soße. Wir benötigen insgesamt 4 sehr große Zwiebel. Ich habe jetzt hier nur 3 sehr große, deswegen habe ich hier noch 3 kleinere, was dann meine 4. wäre. Also wir benötigen schon sehr viele Zwiebel, weil es ja eine Zwiebelsoße wird. Dann geht es weiter mit 50 ml Gemüsebrühe, so wie etwas Sonnenblumenöl oder Rapsöl zum Anbraten. 250 Gramm Sojakousin, sowie 20 Gramm Tomatenmark. Natürlich darf Salz und Pfeffer zum Würzen und Abschmecken auch nicht fehlen. Einen Esslöffel Weizenmehl und zu guter Letzt noch 50 ml trockenen Weißwein eurer Wahl. Also das wären auch schon alle Zutaten, nicht viel, die Soße geht auch super fix und ja, dann können wir auch schon beginnen. Zu meinen Vorbereitungen. Ich habe hier meine 50 ml Gemüsebrühe vorbereitet und meine 50 ml trockenen Weißwein. So wie ich meine ganzen Zwiebeln geschält habe. Dann habe ich jede Zwiebel halbiert und die Hälften habe ich dann in Scheiben geschnitten, also Halbringe. Und ja, die müssen wir natürlich jetzt alle noch einmal komplett auseinander trennen. Das ist eine sehr zwiebelige Angelegenheit. Also ja, aber geht eigentlich recht schnell. Das heißt, ich trenne die jetzt alle so in Halbringe und in einem Topf, ihr könnt aber auch eine Pfanne verwenden, habe ich etwas Sonnenblumenöl hineingegeben. Das werde ich jetzt gleich erhitzen, wenn ich hiermit fertig bin. Und wenn das Ganze erhitzt ist, gebe ich diese ganzen Zwiebelringe rein und lasse die schön 2-3 Minuten lang anbraten. Ich habe jetzt hier so einen größeren Topf. Die Zwiebeln sind natürlich eingegangen, also geschrumpft. Ich habe einfach auch Sonnenblumenöl hineingegeben und dann diese ganzen Zwiebelhälften hineingegeben. Sind jetzt schön angeschwitzt, ich glaube über, also auf, erst auf höchster Stufe alles schön durchgerührt, durchgerührt. Dann habe ich es runtergedreht auf niedrige Temperatur und das köchelt jetzt schon so seit, was heißt das köchelt? Es brät jetzt schon so 4-5 Minuten vor sich her. Und ja, jetzt sind die schön glasig und teilweise haben die auch schon Röstaromen bekommen. So, und es ist noch genug Öl drin. Das Wichtige ist, dass wir da noch Öl haben, weil wir jetzt so eine Mehlschwitze machen aus dem Öl und dem Mehl etc. Also ich habe immer wieder ein bisschen Öl hineingegeben auf die Zwiebel. Der Topf war nämlich halb voll mit den ganzen Zwiebeln. Und ja, so jetzt geht's weiter. Die 20 Gramm Tomatenmark. Ich habe den Löffel auf die Waage gegeben und für euch abgewogen. Also ich schreibe einfach einen Esslöffel Tomatenmark hin. In Klammer 20 Gramm sind einfach so ein Esslöffel. Das ja, muss man nicht unbedingt abwiegen. Das werde ich jetzt auch nochmal schön vermischen und anrösten, damit es die Röstaromen gibt mit den Zwiebeln. Einmal schön. So, und jetzt können wir auch schon einen Esslöffel Weizenmehl hineingeben. Ich nehme jetzt so einen leicht gehäuften. Und das muss jetzt schnell gehen. Schnell verrühren, damit nichts klumpt. Einfach mit den Zwiebeln. Ein bisschen Öl war ja noch drin. So. Und jetzt löschen wir das Ganze mit dem Weißwein ab. 50 ml Weißwein. Ah, ja, toll. 50 ml trockener Weißwein. Dann kommt oder kommen die 50 ml Gemüsebrühe dazu. Und sofort die 250 Gramm Sojakousin, also die ganze Packung hier. Und wenn ihr einfach mehr Soße haben mögt, dann nehmt ihr einfach das Doppelte, das Dreifache von den ganzen Angaben. So, und das wäre jetzt auch schon fast alles. Das Ganze auf kleiner Stufe, auf sehr niedriger Stufe, jetzt einfach so circa 10 Minuten köcheln lassen. Erstmal gut verrühren. So,
So, und jetzt einfach alles gut für circa 10 Minuten köcheln lassen, bis es die richtige gewünschte Konsistenz hat. Und am Ende würzen wir das nur noch mit Salz und Pfeffer, also abschmecken mit Salz und Pfeffer. Und dann nur noch separat die veganen Schnitzel in der Pfanne anbraten. Und dann könnt ihr auch noch jetzt die Kartoffel kochen, vorbereiten oder eben Nudel. Als Nudel wäre sehr lecker Tagliatelle, passt da perfekt dazu. Oder einen Salat. Ihr Lieben, ja, bei mir ist das Ganze fertig. Es sieht jetzt nicht besonders schön aus. Es ist einfach nur die Zwiebelrahmsoße. Ich habe das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt nach meinem Geschmack. Und ja, meinen veganen Schnitzel separat in der Pfanne gebraten. Hier ist jetzt das Schnitzel. Jetzt habe ich nur ein bisschen Soße drüber gegeben. Ansonsten wird das jetzt kalt und ja, deswegen, es kommt gleich noch mehr. Wie gesagt, pro Portion habe ich jetzt zwei Schnitzel berechnet, plus die, das war gerade ein Windzug, plus die Zwiebelsoße. Dazu habe ich jetzt doch keine Kartoffel gemacht, sondern Tagliatelle. Ich habe mich doch umentschieden. Das heißt, die gebe ich jetzt auch noch frisch und warm drauf. Da kommt natürlich auch noch Zwiebelsoße drüber. Und dazu gibt es einen Zucchini-Salat. Der sieht so aus, den verlinke ich euch gerne mal unten in der Infobox. Der ist wirklich super lecker, geht auch sehr schnell und ja, ist auch noch gesund. Den müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Deswegen schaut sehr gerne vorbei für den, unten vorbei für den Zucchini-Salat. Und ja, ich würde sagen, es ist ein super schnelles Gericht, wenn es mal schnell gehen muss. Es ist sättigend und wirklich sehr lecker. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es ausprobiert. Lasst mir sehr gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Folgt mir auch gerne auf Instagram, dein Link ist in der Infobox. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.